Sie haben das Wort, Herr Abgeordneter Büttner. Danke, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schon zwei Gesetzesänderungen zum ÖPNV-Gesetz in einem Jahr zeugen von Flickschusterei der Regierungskoalition und ihrer Landesregierung im Gesetzgebungsverfahren. Mit dem im Jahr 2017 erfolgten Beschluss des Deutschen Bundestages über die gesetzlichen Grundlagen für die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde festgelegt, dass ab dem Jahr 2020 die im Entflechtungsgesetz festgeschriebenen Kompensationsleistungen entfallen. Stattdessen werden die Länder allgemein Zahlungen aus dem Umsatzsteueraufkommen erhalten. Damit werden die zweckgebundenen Entflechtungsmittel, aus denen eine Vielzahl erfolgreicher Um- und Ausbaumaßnahmen im kommunalen Nahverkehr finanziert wurden, durch Mittel aus dem Gesamthaushalt ersetzt. Den Ländern steht ab dem Jahr 2020 ein größerer Anteil am gesamtstaatlichen Umsatzsteueraufkommen zu. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Umsatzsteuer sind keine Zuwendungen, sondern originäre Einnahmen der Länder, für die aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips keine Zweckbindung gilt und über die die Länder eigenverantwortlich verfügen können. Das zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zwischen Bund und Länder erzielte Verhandlungsergebnis sieht mit Ausnahmen des KVFG-Bundesprogramms keine Fortführung der Kompensationszahlungen des Bundes ab dem Jahr 2020 vor. Damit wird der mit der Föderalismusreform 1 angestrebte Zielsetzung einer alleinigen Kompetenz der Länder in den oben aufgeführten Aufgabenbereichen umfänglich Rechnung getragen. Der Wegfall der Entflechtungsmittel ab dem Jahr 2020 entspricht damit der gegenwärtig bestehenden staatlichen Aufgabenzuordnung. Dies führt aber nur zu einer scheinbaren Stärkung der Verantwortung des Landesgesetzgebers, den künftig die finanzielle Ausstattung der entflochtenen Mischfinanzierung im Rahmen des Landeshaushaltes eigenverantwortlich obliegt. Scheinbar deshalb, weil die Bundesländer natürlich nicht allein über ihren Steueranteil im Bundeshaushalt entscheiden können. Die finanzielle Abhängigkeit vom Bund bleibt bestehen. Was passiert aber bei einer wirtschaftlichen Rezession mit dem Umsatzsteueraufkommen und der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder? Eine Antwort hierauf wird man in der Begründung zum Gesetzesentwurf vergeblich suchen. Eine verlässliche Finanzierung des ÖPNV ist mit der vorliegenden dritten Änderung des ÖPNV-Gesetzes wiederum nicht gegeben, wenn sich die jährlichen Zuwendungen des Landes in Abhängigkeit vom Steueraufkommen von theoretisch 0 bis maximal 20 Millionen Euro inklusive 2,5% jährlicher Dynamisierung ab 2021 bewegen können bzw. dürfen. Das dem Gemeinen Verkehrsfinanzierungsgesetz entstandene KVFG-Bundesprogramm zur Finanzierung großer Vorhaben ist im bundesweiten Maßstab mehrfach überzeichnet. Das jährliche Mittelvolumen von 332,5 Millionen Euro wurde seit 20 Jahren nicht dynamisiert. Notwendig wäre eine Erhöhung der KVFG-Gesamtmittel auf 1 Milliarde Euro pro Jahr. Wo bleibt das erfolgreiche Engagement der Landesregierung im Bundesrat, frage ich da. Das EU-Programm der Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, läuft 2020 aus. Sollte es nicht fortgeschrieben werden, müsste der Mittelanteil für den ÖPNV ebenfalls durch Bund und Land ersetzt werden. Der Ostverband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV Ost, kam in seiner Analyse des Jahres 2013 für den ÖPNV in Sachsen-Anhalt zu dem Schluss, dass die Finanzierungslücke für die Infrastruktur bei jährlich über 30 Millionen Euro liegt. Wie diese Finanzierungslücke nachhaltig geschlossen werden soll, lässt auch dieser Gesetzentwurf völlig offen. Ein gesetzlicher Auftrag zur Kostendeckung unter Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung des Verbindungsangebotes, wie zum Beispiel durch Beschaffung kleinerer Busse, Aufbau eines Rufbussystems, Einsatz digitaler Lösungen und der Integration neuer Mobilitätsformen, wird nicht konkret vorgeschrieben. Damit im ländlichen Raum ein Verkehrsangebot bestehen kann, das Mobilität auch ohne Pkw ermöglicht, muss gerade bei dünneren Takten besonders Wert auf bessere Abend- und Wochenangebote, kurze Umstiegszeiten und eine Anschlussverbindungsgarantie gelegt werden, um die Gesamtreisezeit gering zu halten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Büttner.